Ich sehe Folgendes. Ich sehe eine Welt aus Steinen. Nein, nein, hör zu, wir hätten Dinosaurier und Piratenschiffe und Geister vielleicht. Ja, Geister. Wir bauen eine Stadt und Autos, genauso schnell wie die Originale. Und wir nennen es Lego Valley. Okay? Meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, wir geben jetzt unsere Lego-Baukarriere auf. Wir wollten euch das eigentlich irgendwie netter sagen, aber ja, es ist so wie es ist. Wir haben uns entschieden, da das alles mit dem Lego-Bauen zu langwierig ist, wir gehen jetzt unter die Let's Player und starten jetzt mal mit einem Rennspiel der Sonderklasse. Rita schockiert euch. Es ist wohl ein verspäteter April-Scherz. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir gehen nicht unter die Computerspiele, dazu sind wir viel zu schlecht. Aber wir haben uns gedacht, so in der Zeit, wenn wir öfters hier sind in unserer Wohnung, da haben wir keine Lego-Stadt vor Augen und wir sind immer auf der Suche nach neuer Inspiration. Ui. Und möchten natürlich neue Ideen für unsere Lego-Stadt gewinnen und da haben wir uns gedacht, es gibt so ein cooles Update für Forza Horizon 4 und das haben wir uns jetzt mal runtergeladen und spielen das, weil wir uns und, da hoppala, ein bisschen was abschauen möchten. Übrigens bin gerade ich am Steuer. Rita sitzt momentan noch daneben, aber sie wird dann auch mal den Controller in die Hand nehmen. Ich habe übrigens noch nie Xbox gespielt, also das wird sicher lustig werden. Gut. Und ja, wir hätten auch eine wunderbare Facecam für euch vorbereitet, aber leider funktioniert die mit unserem Computer nicht. Jetzt bin ich so schön hergerichtet und nichts, aber gut. Ihr müsst das euch Rita Mal vorstellen. Ihr müsst euch Rita vorstellen, schön wie sie ist. Und übrigens fährt sie jetzt. Ja, wir haben uns gedacht, wir brauchen ja immer wieder neue Inspiration, wie ich gesagt habe. Wir haben sehr viel von Lego Movie uns abgeschaut oder inspirieren lassen und wir haben jetzt letztens rausgefunden, dass es so ein cooles Update für Forza Horizon 4 gibt. Muss ich da eh nicht Erster werden? Ich glaube, bei diesem Rennen ist es noch egal, aber ich weiß es nicht. Seht ihr mal, was da alles geboten wird. Piratenschiffe. Ein Piratenschiff! Wie geht man rückwärts? Zurückspulen? Nein. Hallo. Ihr seht, Rita ist hier nicht besonders begabt, aber das ist kein Problem. Ich glaube, du sollst den blauen Pfeil nachfahren. Ich wollte nur einen Abstecher für unsere Zuseher zu den Piratenschiffen machen. Bitte, das ist doch wichtiger als hier den blauen Pfeil. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, hier ist jetzt mal das Einführungsrennen an der Tagesordnung. Später wird man aber hier in Lego Valley, welches so eine eigene Insel, eine frei befahrbare Welt aus Lego-Steinen ist, frei befahren können. Und wir haben uns gedacht, wir möchten uns da den Ort, wo Rita jetzt gerade hinfährt, diese Lego-Stadt ein bisschen genauer mit euch ansehen, um uns oder vielleicht auch euch ein paar coole Ideen geben zu können. Denn die Entwickler von Forza Horizon haben ja bei den Rennspielen sehr, sehr gute Arbeit geleistet und wir haben uns gedacht, da ist vielleicht was für uns und für euch dabei. Rita fährt jetzt mit so einem coolen Mini durch die Stadt. Ich hoffe, es wird euch nicht schlecht. Hey, ich bin ja sogar eine Frau. Ja, ganz klar. Also uns würde natürlich interessieren, welche Lego-Videospiele, oh, jetzt geht es wirklich in den Halloween-Bereich von Wild City, das ist eine coole Idee mit den Geistern, welche Lego-Videospiele ihr gespielt habt. Wir bis jetzt eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ein bisschen Lego Dimensions gespielt, wir haben ein bisschen Lego Harry Potter gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, das wird jetzt kein Usus, dass wir hier auf dem Kanal ein Videospiel nach dem anderen spielen. Aber wir sind momentan nicht bei der Lego-Stadt, haben auch nicht wahnsinnig viel zu bauen. Da haben wir uns gedacht, wir schauen uns das einfach mal an mit euch. Bei unseren 10.000 Projekten, wir haben nicht wahnsinnig viel zu bauen. Oder meinst du bei uns in der Wohnung? Ja, hier, gerade haben wir jetzt noch nicht so viel zu bauen, weil wir kein Lego-Set mehr da haben. Aber schaut euch das mal an, ein Vergnügungspark. Das ist unser Vergnügungspark. Wie findest du das neue Gelände? Sick, oder?
Wir haben dir ein neues Haus besorgt. Naja, so ungefähr. Dafür kriegst du den besten Platz des Festivals. Das freut uns natürlich sehr, dass wir am Festival einen Platz in der ersten Reihe bekommen haben. Und also wie gesagt, vielleicht kennt ihr Forza Horizon ja im fünften Teil jetzt schon erschienen. Hier ist es, Horizon Lego Valley. Das ist kein Traum, sondern eine traumhaft kreative Partnerschaft. Lego braucht einen Speed Champion und das Festival braucht Meisterbauer. Und du brauchst einen Ort zum Leben. Das hier ist die Grundplatte, auf der du dein eigenes Meisterbauerhaus errichten wirst. Sehr cool. Gefällt uns schon mal sehr gut. Also das Set, dieses DLC-Paket ist zum Thema Speed Champions. Und da hat es ja sogar auch Speed Champions aus Lego gegeben damals, die das Forza Horizon Logo getragen haben. Das Wichtigste zuerst. Du brauchst Bausteine. Jede Menge. Die bekommst du, wenn du Bausteinherausforderungen abschließt. Aha, okay, das ist ja nett. Eine Lego-Kiste, mit der du spielen kannst. Die Frage ist, womit willst du anfangen? Wir fangen mal mit dem leichter, als es aussieht, an, denn das sieht sehr interessant aus. Und das ist übrigens die Welt, die sieht doch mega cool aus. Das mir meine Oma geschenkt hat. Der originalgroße Bugatti Chiron ist fertig. Komm zum Rennen. Das Armaturenbrett deines Autos. Es regnet, nein, es schneit. Ja. Muss ich jetzt wieder den Ding nachfahren? Wir können jetzt übrigens schon frei herumfahren und ich würde sagen, Rita, du schaust dich einfach mal ein bisschen um. Machen wir vielleicht die Karte mal auf. Entschuldigung, dass ich dir hier in den Controller greife. Das mache ich normal nicht so gerne. Und wir und schauen uns mal die Welt ein bisschen an. Also hier ist so eine kleine Lego-Stadt, die wir uns gerne noch mit euch angesehen hätten. Brickchester. Dann ist hier so ein Wüstenareal, wo Dinosaurier zu finden sind und auch eine Area 7052. Ich glaube, das ist ein kleines Easter Egg an ein Lego-Set. Dann gibt es hier eine große Rennstrecke, den Falcon Speedway. Und auf der anderen Seite, wo du zuerst schon gefahren bist, ist der Flughafen. Und dann auch noch so eine Stunt-Arena, wie gesagt, die Piratenlagune mit den ganzen Schiffen und irgendwo müsste ja noch dieser Geisterpark sein, wo du zuerst durchgefahren bist. Aber wir fahren jetzt zuerst, würde ich sagen, mal hier in diese Stadt, da kannst du gerne mal hinfahren und wir schauen mal, ob wir uns da ein paar coole Ideen holen können. Also es gab Lego-Sets zum Thema Forza Horizon Speed Champion Sets, ich glaube, wir haben davon den weißen Porsche und es gab auch, ich glaube, Hot Wheels Fahrzeuge von Forza Horizon 4, die haben zwar nichts mit Lego zu tun, weil dieser DLC erst später rausgekommen ist, aber ich finde es trotzdem total cool und ja, wie gesagt, ihr wisst ja vielleicht, Rita und ich spielen ganz gern mal ein Videospiel, wir sind eigentlich große Nintendo-Fans. City Pizza. Und wir, oh, schaut euch mal das an, das ist ja schon mal ein Klassiker par excellence, das Café Corner, das große Kaufhaus, rechts fahr da mal ran. Aber wenn Rita fährt, ist das immer ein bisschen arbeitsteilig. Der Green Grocer, also hier haben sie wirklich die ganzen Modular Buildings nachgebaut. Das finde ich total cool. Hier sogar mit den Details, Postkasten und so weiter. Und hier ist sogar ein Bewohner. Sieh ihn dir an. Ist das Emmett vielleicht? Ich habe die Ampel niedergefahren. Ja, das ist, glaube ich, der zweite Teil vom Pet Shop. Also ich habe mir gedacht, dass wir jetzt gar nicht so viel Rennen fahren, sondern uns vielleicht hier einfach mal ein bisschen umsehen, wie so die Stadt aussieht. Jetzt kann ich wieder keinen Rückwärtsgang einigen. Das sieht sehr, sehr nett aus. Wie gesagt, die Modular Buildings, wie gesagt, ich glaube auch aus dem Lego kannst du hier alles kaputt machen, das ist kein Problem. Das ist die Brick Bank, genau, mit seinem Waschsalon auf der Seite, ja. Rita wird das Spiel etwas länger dauern wahrscheinlich oder das Video. Hier auch wieder natürlich, die Gebäude wiederholen sich, wie ich sehe, aber hier auch zum Beispiel das Stadtleben auf der rechten Seite, was mir auch sehr gut gefällt, ist ja mein Lieblingsmodular Building. Und ich finde das auch cool, wie die das gelöst haben mit diesen doppelten Straßen. Der fährt zwar irgendwie, das Spiel spielt ja glaube ich in Schottland. Was macht der Mini hier? Das heißt, die Autos fahren auf der falschen Seite. Aber fahr mal zu dem Rathaus. Das ist ein echtes Auto gewesen. Ja, es sind auch echte Autos, die da unterwegs sind. Ich weiß nicht warum. Schau mal zum Rathaus. Vielleicht ist dort President Business. Das ist ja riesig, das Rathaus. Das ist etwas größer als unseres, genau. Wieso?
Alle tanzen hier. Und es sind alle sehr gut drauf. Übrigens, ihr hört es jetzt leider nicht, es gäbe auch einen eigenen Lego Valley Radiosender im Spiel, der sogar Everyone is Awesome und Everything is Awesome oder wie das Lied heißt, spielt und uns so auch musikalisch bestens versorgt. Wir haben jetzt nur beim Spiel den Streaming-Modus eingeschaltet, da wir sonst wahrscheinlich von Lego oder Warner Brothers oder wem auch immer die Songs gehören, sofort einen Copyright-Strike bekommen würden. Und wir sehen schon hier auch geradeaus ein riesengroßes Kaufhaus. Also das ist wirklich total cool. Die Stadt ist nicht besonders groß. Die Gebäude wiederholen sich natürlich, aber es sieht auch sehr, sehr nett aus. Und auch wenn die Gehsteige hier nicht gepflastert sind, mir gefällt es eigentlich wahnsinnig gut. Das stimmt. Und viele Straßen natürlich, aber das ist klar, man braucht Platz zu fahren. Und ich weiß nicht, was du sagst, Rita. Ich bin begeistert, deswegen bin ich so sprachlos. Ja. Es gäbe auch jede Menge coole Autos übrigens. Wir fahren jetzt ja mit einem Mini und du bist Straßenstreuner, bist schon in 20 verschiedenen Straßen gefahren. Wo möchtest du denn noch hinfahren? Ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch Zeit, dass wir noch eine zweite Destination hier anfahren. Du darfst entscheiden, möchtest du hier zu den Dinosauriern, Aliens, zur Rennstrecke, zur Piratenlagune. Naja, bei der Piraten waren wir ja gerade. Da waren wir schon. Hier ist dieser Vergnügungspark, wo wir, glaube ich, gestartet sind. Hier ist diese Stuntpark-Arena, die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber ich höre schon aus deinem Unterton raus, du würdest gerne zu den Dinosauriern fahren. Ja. Dann setze ich dir mal eine Markierung hier hinten, weil vielleicht kommen wir ja sogar noch ein bisschen weiter zu den UFOs. Und was soll die Area 7052 sein? Ich glaube, das sind Aliens oder Space Sets. Ja, bitte einmal umdrehen. Nee. Es ist klar, dass die Straßen hier natürlich den meisten Platz brauchen, denn es ist ja nach wie vor ein Rennspiel, ein sehr spaßiges im Übrigen. Also falls ihr eine Xbox One oder eine Series euer eigen nennt, dieses Spiel spielen wir übrigens gerade auf einer Xbox One S, dann würden wir euch das Spiel wirklich ans Herz legen. Und man sieht alles schon, gut. Es sieht nicht alles aus Lego gebaut aus, aber immer wieder sind Elemente, die sehr imponieren. Ja, ich würde gerne haben, dass wir noch bei diesen Dinosaurier-Skeletten auch vorbeifahren. Oh, hier haben wir zum Beispiel. Also, es macht nichts. Ich kenne mich ja selbst nicht aus. Man sieht hier auf jeden Fall jede Menge Rennen und jede Menge Rennveranstaltungen. Es gibt auch so Tricks und jetzt bist du, glaube ich, falsch abgebogen. Oh. Ihr seht, wenn Rita fährt, weiß nicht, fährt sie im echten Leben auch so. Sie hat auch so ein kleines rotes Auto, aber keinen Mini, sondern einen Fiat 500. Wenn sie da drin sitzt, sieht sie ähnlich aus wie unsere Kollegin hier. Achten Sie rein. Ja. Rita spielt das erste Mal Links-Rechts-Schwäche in ihrem Leben Xbox. Und es ist ganz anders als Nintendo zum Beispiel. Ja, die Grafik ist viel realistischer. Also hier sind lauter Dinosaurier-Skelette und eigentlich müsste hier dann irgendwo auch mal das UFO vergraben sein, wenn ich mich nicht täusche. Mal sehen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert, auch wenn ich nicht das Megatalent für Rennspiele habe. Aber sieht schon ganz cool aus, ja. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch da mit. Ich habe das Download-Pack gestern neu gekauft und aber noch kein einziges Mal gestartet, weil wir uns gedacht haben, wir machen das zusammen mit euch. Ja. Es sind ja in der letzten Zeit sehr, sehr viele Stadt-Updates gekommen und wir wollten euch wieder mal was Neues zeigen. Wir sind jetzt nicht unbedingt die großen Let's Player, wie ihr seht, aber wir haben uns gedacht, wir zeigen euch das. Oh, und das ist eine, wie hieß diese Serie? Mars Conquest oder Alien Conquest, das war diese Serie, auch cool mit den Schienenteilen. Ich kann mich noch ganz genau an diese Serie erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wie die geheißen hat. Also sie haben sich da wirklich schon einiges gedacht. Rita kann während dem Fahren leider nicht sprechen, deswegen übernehme ich die Moderation. Ich weiß gar nicht, warum sie die ganze Zeit fährt. Ich bin nur die ersten paar Kurven gefahren, seitdem fährt sie. Aber gut, macht nichts. Darf noch eine kleine Runde fahren. Sie bauen auch die Bäume hier, sehr cool. An das haben wir noch gar nicht gedacht. Wir haben uns immer die Bäume teuer aus Blätterteilen im Legoland gekauft, aber eigentlich sieht der Baum hier so auch ganz cool aus. Vielleicht, ach hey,
Nicht in Blau und in Rot, aber mal in Grün könnte man so einen auf jeden aber Fall mal Braune bauen. Aber der Braune da drüben sieht ja auch cool aus mit dem Hellbraun und dem Weiß obendrauf. Und mir gefällt auch, dass im Hintergrund reelle Bäume gebaut sind. Mhm. Aber ich finde, das passt hier. Normalerweise bin ich nicht der größte Fan davon, wenn so, wie es zum Beispiel auch im Legoland Miniland ist, dass so normale, Naturgestaltung, Wiese, Wasser und so weiter mit Legosteinen gemischt ist. Aber hier gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wäre wahrscheinlich ein Wahnsinn gewesen, diese ganze Spielwelt hier rein aus Lego zu bauen. Upp, ein Traktor. Jetzt ist sie in den Traktor gefahren. Den haben wir übrigens auch. Und uns würde natürlich auch interessieren, ob ihr dieses Spiel oder diesen Download, besser gesagt, ob ihr den vielleicht auch selbst gespielt habt, ob ihr schon Speed Champion geworden seid. Oder was ihr schon alles erlebt habt in der Welt von Lego Valley. Hier gibt es bestimmt auch jede Menge Secrets. Gibt's. Und wenn ihr wollt, dann können wir gerne noch hier eine Folge einschieben. Wir würden auch versuchen, ob wir die Webcam zum Gehen bringen. Dann seht ihr Rita, wie sie sich professionell anstellt beim Rennfahren. Ich werde dich auch voll doof drehen. Ja, also ich glaube, die Welt hat noch nie so ein professionelles Forza Horizon Video gesehen, wie das hier. Sehr gerne. Also dafür bin ich immer gerne zu haben. Professionalität sicher nicht. Aber schau, ich will ja den Leuten zeigen, aus welchen Teilen hier gebaut Ach worden ja. ist. Ist auf jeden Fall total nett, dass man hier ziemlich viel zerstören kann. Ich glaube, es geht nicht alles. Genau, da meine Fans. Die Zäune beim originalen Spiel kann man auch beim Festival nicht zerstören, aber sonst ist ziemlich alles kaputtbar. Aber du kannst gerne noch, wenn du willst, ein bisschen herumfahren. Ich hoffe, den Leuten gefällt es und sie fühlen sich bestens unterhalten durch deine Fahrkünste. Ich muss auf jeden Fall sagen, mir gefallen sowohl die Autos als auch die Spielwelt als solches. Es wäre ja noch gewesen, dass wir eigentlich das Ziel gehabt hätten, hier ein Auto abzuholen. Das wäre wahrscheinlich wieder so ein super Sportwagen gewesen. Es gibt auch jede Menge Autos natürlich aus Lego. Teil davon ist auch in der Speed Champions Serie erschienen, wie das Spiel aktuell war. Ich glaube 2017 war das oder 2018. Da hat es dann die Lego-Sets dazu gegeben. Aber ein robustes Auto, bitte. Ja, es dürfte, also glaube ich, muss sagen, sicher schon was abgefallen sein, Uppala. Aber es hält, Entschuldigung, das Man war auch mein nicht Fehler. Nach hinten schauen. Es ist auf jeden Fall robuster, als ich mir das gedacht habe. Es ist schon einiges kaputt gegangen. Aber ich finde es so cool, schau mal, wenn man da reinfährt und dann sind die einzelnen Teile am Boden, das sieht doch grandios aus. Würde ich gut fahren, würde man nichts davon sehen. Ja, das ist richtig, ja, das ist wirklich richtig. Also schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, wo ich wieder fahre. Nein, wahrscheinlich wir wollten nicht. Nur sehen, wie ich. Ja. Also hier zum Beispiel sieht es überhaupt nicht nach Lego aus. Ich weiß nicht, wo du hinfährst. Ich bin schockiert. Das Einzige, was hier noch aus Lego ist, sind die Bäume und zum Teil die Blumen am Boden. Barrieren und Blumen am Straßenrand. Aber sonst, oh, hier ist das kleine Häuschen, welches wir auch aus Lego so cool. haben. Dieses Creator-Haus. Und hier sind noch mehr Creator-Häuser. Also hier zeigst du uns noch ein wahres Highlight am Ende des Videos. Wir haben uns gedacht, das Video wird vielleicht ein paar Minütchen länger dauern als die normalen Stadt-Updates. Die Sträucher. Die Ich weiß nicht, was mit dieser Frau heute los ist. Wenn sie Auto fährt, dann kann sie nicht sprechen. Auf jeden Fall haben wir diese Creator-Häuser, glaube ich, alle. Und sie sind sehr nett hier eingearbeitet mit den Bäumen. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein paar mehr Bäume. Und sie freuen sich alle, dass Rita hier vorbeifährt und ihren Garten niedermäht. Außerdem ist es ganz normal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist wie wenn man beim Einparken den Radio abdrehen muss, damit man quasi gut hört, wo man hinfährt. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, das Video zu beenden, liebe Freunde. Schreibt uns doch mal eure Meinung dazu. Es war jetzt ist vorne sehr schon spaßig die mit euch. Stoßstange abgefallen. Was? Ich würde sagen, ihr schreibt uns in die Kommentare, ob ihr auch noch ein anderes Lego-Videospiel empfehlen könnt. Sei es als Video, wobei wir jetzt eigentlich nicht vorhaben, hier die große Videospiele-Karriere zu machen. Wir wollten euch das nur einfach zeigen, weil wir uns gedacht haben, wir möchten mal was ausprobieren und uns ein bisschen Ideen holen für Neues in Wild City. Und da haben wir uns gedacht, das Spiel kennen wir nicht. Das haben wir doch auch. Ganz genau, das sind diese Silos vom Bauernhof und du hast gerade den Anhänger umgefahren.
Erfahrung. Die. Ja, also welche Lego-Games sind noch zu empfehlen? Was sollen wir noch spielen? Gibt es hier noch etwas, was wir unbedingt ausprobieren müssen? Wir werden das Spiel auch off-camera noch weiterspielen, auf jeden Fall. Gibt es noch einen Bereich, den wir unbedingt auch herzeigen sollten vielleicht? Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder mal einschaltet bei Bricks Go Wild, dann vielleicht aus Wild City oder wieder aus Lego Valley. Aus Lego Valley. Mal sehen, ob Rita bis dahin die ganze Spielwelt zerstört hat. Richtig. Ich hoffe, die baut sich auch wieder auf. Mal sehen. Na gut, auf jeden Fall, es war sehr lustig. Ich muss jetzt leider mich da parken, weil sonst kann ich nicht weiterreden. Es war sehr lustig mit euch. Sieh mal, der und kommt nicht mal bei dir vorbei. Das ist gar kein Lego-Auto, sondern ein normales. Und ich schwöre euch, normalerweise fahre ich nicht so schlecht. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig mit euch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine Runde mit uns mitfahren wollt in einem zweiten Video. Aber ich verstehe es auch, wenn euch ein bisschen schlecht geworden ist beim Mitfahren. Deswegen einfach in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Schreibt, Christoph muss fahren, in die Kommentare. Dann erlebt ihr noch ein cooles Video. Ansonsten wird das eher nichts. Oh no. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Tschüss.